Deathmatch. So Leute, willkommen zurück zu MW3. Wir spielen Deathmatch, weil irgendwie finde ich nichts anderes. Ich wollte eigentlich mal eine Runde Herrschaft zocken. Ah ne, findet er nicht. Keine Ahnung warum. Egal. Wir sind jetzt Part 4. Motherfucker, scheiße. Ich hab mich selber gesprengt. Oh Gott. Super gemacht. Ja, wir sind jetzt Part 4. Und jetzt kann ich euch ganz gerne mal auf die Kommentare in den ersten drei Videos eingehen. Zum Beispiel, macht doch mal Black Ops 1, MW2, MW1, World at War. Macht das auch mal bitte im Multiplayer. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe die Spiele nicht. Wie soll ich die im Multiplayer machen? Wer das gerne sehen will, kann mir gerne 50 Euro überweisen. Dann hole ich mir alle Spiele und dann zocke ich die für euch. Kein Problem. Gerne, gerne. Weißt du? Kein Geschehen. Weißt du? Die Spiele kosten nämlich Geld. Und nur weil ich jetzt Black Ops 2 und MW3 zocke, heißt nicht, dass ich automatisch alle anderen Spiele auch noch habe. Moment. Ah, fick die Scheiße. Also, nee, das kommt im Moment nicht. Und, ja, wie gesagt, ich denke mal auch nicht. Ich bin jetzt auch nicht der mieseste Call of Duty-Kanal, wo ich jetzt jedes einzelne Call of Duty im Multiplayer zeigen muss. Warum verreckst du nicht, du Scheißkind? So krass. Okay, ich habe zwar aus der Hüfte geschossen, aber der Hitmarker war, während ich auf seinem Dreckskopf war. Gut, 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 kein Problem, ist nicht schlimm. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der übelste Call of Duty-Kanal, der jetzt jedes Call of Duty zocken muss im Multiplayer für euch, aber ja. 80 Euro überweisen, dann mache ich das. Oder auch vielleicht 120 oder so, mal gucken. Nein, Spaß. Dann kommt immer wieder die Frage auf, ich verstehe nicht warum, aber mittlerweile müsste es eigentlich klar sein. Call of Duty Ghosts werde ich natürlich zocken. Ja, und nicht nur die sitzt, die sitzt, die sitzt, die sitzt, die sitzt. Motherfucker, warum bist du nicht gestorben, Junge? Spaß hier, Alter. Nicht mit mir. Call of Duty Ghosts werde ich natürlich zocken. Ist doch klar. Nicht nur Singleplayer, sondern auch Multiplayer natürlich. Und ich schätze auch mal, diesen Spec Ops Coop Modus wird es wahrscheinlich wieder gehen. Wie schnell geht denn das Auto in die Luft? Ist ja heftig. Muss ich mal gucken, auf welcher Konsole da das ja. Wann kommt das nochmal raus? Am 7. November? War das? Ich habe irgendwie 7. November im Kopf. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn es noch vor den neuen Konsolen rauskommt, dann werde ich es mir erstmal nur ausleihen. Genau das gleiche werde ich nämlich auch mit. Moment. Moment, ich muss mich konzentrieren, Alter. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Genau das gleiche werde ich zum Beispiel auch mit Assassin's Creed 4 machen. Da werde ich es mir erstmal ausleihen, weil die Spiele will ich dann später auf den neuen Konsolen zocken. Das gleiche mit Battlefield 4. Ja, kommt ja auch immer wieder die Frage auf, wo hast du das Geld, der Junge? Was geht dich das an? Halt mal den Ball flach, Junge. Geht dich doch einen Scheiß an. Mann, Mann, Mann. Außerdem, ich bin Klofrau, wirklich, jetzt ohne Scheiß. Muss er ja nicht verrecken. Muss er nicht verrecken. Wieso ist der einer gerade... Junge, der hat sich gebettelt mit dem einen von meinem Team. Hat da schon Schaden kassiert. Dann kriege ich da noch die Granate von mir ab und der stirbt nicht. Okay. Weg, weg, weg von mir. Wo war der jetzt? Wo war das Stück Scheiß? Ach, das ist hinter dem Auto. Gut.
Ja, ich glaube, das waren so die Themen, die ich besprechen wollte, ganz kurz. Und ja. Also so allgemein so Spielfragen könnt ihr mir gerne stellen, auch unter Videos, die dazu zu dem Thema nicht. Ich meine, gut, für jede einzelne Frage. Oh, wie schlecht, Junge, von mir. Für jede einzelne Frage, die habt ihr mir jetzt unbedingt eine PSN, sag ich schon. PN schreiben muss jetzt auch nicht sein. Also könnt ihr gerne unter die Videos stellen. Ihr könnt aber. Boah, Junge, willst du? Was ist denn plötzlich los? Könnt ihr mir gerne stellen, aber ihr könnt eigentlich davon ausgehen, dass ich jeden Blockbuster-Titel auf jeden Fall mache. Und dann natürlich alles so, was drumherum ist, wie ich Zeit habe, wie ich Bock habe. Davon könnt ihr eigentlich mal grundsätzlich ausgehen. Scheiße. Wo ist er? Liegt da noch jemand vor mir? Links war einer. Scheiße, hab ich nicht mitbekommen. Fast übersehen den kleinen Blitzfleck. Ich habe extra nicht nach rechts geguckt, weil ich dachte, da ist keiner mehr drin. Aber trotzdem sind sie da wieder am Campen, die kleinen Pissgesichter. Allesamt, Alter. Allesamt richtige Pissflom. Naja, egal. 14 zu 10. Yeah, boy. Na gut. Ach ja, und genau. Wenn ich schon im Video immer wieder betone, dass ich nicht gut bin, und man sieht ja, dass ich nicht gut bin. Worum es auch gar nicht geht. Leute, wenn ihr gutes Gameplay sehen wollt von Leuten, die es drauf haben, geht bitte woanders hin. Ja, geht auf andere Kanäle. Hier werdet ihr es nicht finden. Hier geht es auch nicht drum. Es ist seit Anfang an meines Kanals geht es darum, Spaß zu haben bei den Let's Plays, beim Zocken. Und ganz mieser Geheimtipp, man kann auch zocken und Spaß haben, ohne dass man immer 50 zu 1 hat oder sowas. Das geht, es ist machbar. Es ist wirklich machbar. Wenn ihr an euch glaubt, dann könnte das sogar für euch klappen. Da müsst ihr nicht immer auf die KD gehen. Es geht natürlich nur an diese Klugscheißer, weißt du, die einen kleinen Penis haben. Ist auch kein Problem. Und ich sage auch immer wieder, ihr könnt mir gerne Tipps geben, aber sowas wie Ziel mal besser, Aim mal besser, das ist sowas, wo ich mir so an den Kopf habe, meinst du, ich bin blöde? Oder üb mal mehr. Junge, ich habe keine Zeit. Ich nehme auf und dann zocke ich. Ansonsten zocke ich nicht großartig. Vielleicht eine Stunde in der Woche, wo ich nicht aufnehme im Multiplayer. Wo soll man da großartig üben? Genau, die Zeiten sind vorbei. Früher hätte ich euch alle abgezogen, ich schwör's euch. Ja, ich weiß nicht, wie viele Kills ich bei MW1 hatte. Da hatte ich locker 70.000, 80.000. Und da war die KD auch bei 3 und so weiter. Schleudere ich mir jetzt jede Nacht einen drauf? Nein, das waren Zeiten, wo ich viel, viel Zeit hatte. Leider zu viel irgendwie gefühlt, wenn ich jetzt gerade drüber erzähle. Aber ihr geht ja auch nicht zu den Leuten, die Klitschko zu Matschflaum haut, sagt, ey, du musst härter zuschlagen, weißt du, das ist auch so ein Tipp, weißt du, Nee, das muss nicht sein, Alter. Und wie gesagt, ich bin nicht gut und das wird sich nicht ändern, großartig. Also wem das nicht passt, ihr müsst es ja nicht angucken. Also, es gibt so viele Let's Player, Commentator, die es richtig drauf haben, von den Gameplays, aber na gut. Leute, das war's. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ja, kommentieren und bewerten nicht vergessen. Ihr wisst Bescheid, wie es läuft. Ja, tschüss, ihr Würste.